Hallo und herzlich willkommen zurück zum wunderschönen FIFA 15. Heute spielen wir gegen Borussia Dortmund mit Real Madrid. Die erste Chance, Bale und... Oh, das war knapp. Das war knapp, sage ich euch. Auf jeden Fall, wir spielen in Bernabeu, also zu Hause. Und ab geht's, Benzema. Ich sehe da unten Bale. Benzema nochmal. Der Pass war nicht gut. Ich fange ja hier richtig mit Dominanz an, pur. Ich brauche den Sieg auch dringend. Es geht jetzt gegen den Abstieg. Was man ja kaum glauben darf. Ja. Und unten läuft einer. Und dann passen wir weiter. Ganz oben steht Ronaldo. Und den werde ich jetzt mal anpassen. Oder anspielen, Ronaldo. Ein kleiner Trick. Schade, aber wir haben einen Eckball. Damit kann ich leben. Leider bei Regen das Ganze. Gefällt mir nicht so ganz. Ich trickse nämlich sehr gerne und das ist bei Regen etwas schwieriger alles. Ich spiele jetzt erstmal einmal nach außen. Und zack! Und wow, Weidenfeller. Fit heute. Ach komm, nochmal das Gleiche. Pure Dominanz bisher bei mir, von mir hier. Also wirklich ohne übertreiben zu wollen. Habe ich dominiert das Spiel ganz klar. Und dabei sind erst 12 Minuten durch. Na, was macht er? Er passt. Das war nicht gut. Ich muss dazwischen. Verdammt noch eins. War das knapp. Den muss er machen, aber ich bin sehr glücklich, dass er nicht gemacht hat. Alter Schwede. Ich glaub's ja nicht. Was sind wir denn hier? Tollhaus, pur. Komm, setz den Pass. Nein, Junge. Oh, ich stehe da so falsch. Komm zurück. Einmal hoch, die Drehung. Groß rüber. Wieder Modric. Ich dachte, der läuft. Okay, abseits. Alles cool. Er hat's auch gesehen, deswegen schießt er. Alles cool. Ich ruf mal einen her. Das ist immer am sichersten in dem Moment. Und nach oben. Und weiter zu Ronaldo. Komm, nein, doch nicht dahin. Das ist doch nicht Ronaldo. Und es ruckelt ganz leicht. Aber es liegt nicht an meiner Internetverbindung. Ich habe 200 Mbit Leitung. Und eine extrem niedrige Ping. Von daher, ich bin mir sicher, es liegt nicht an mir. Könnte auch am FIFA-Server liegen. Also muss nicht mal am Gegner liegen. Egal, leichte Ruckler stören mich jetzt nicht so sehr. Oh, ein bisschen antäuschen hier alles. Oh, mein lieber Gesangsverein, das gibt Geld, mein Freund. Und nochmal. Und nochmal. Zack, und da oben läuft er jetzt rein. Schade. War aber eben abseits, von daher hat es dann erledigt gehabt. Ich dachte, der passt da hoch. Nein, tut er nicht. Okay, man kann sich täuschen. Da muss ich dranbleiben, zurückpassen und weg mit. Ganz gefährlich, aber mir ist schnell. Oh, Jungs. Oh, das hat er gut gemacht. Schön verlagert. Jetzt übernimmt er ein bisschen das Spiel, das gefällt mir nicht. Ich rufe ihn ein bisschen her und dann passe ich ihn ganz weit weg. So. Na. Na? Scheiße. Na komm, ein bisschen fester, nur ein bisschen. Schön PP. Gut, guter Junge. Ronaldo. Ein bisschen Tricks da. Und drüber. Und Benzema kriegt den Ball nicht zum Mitspieler. Nach oben. Und komplett nach unten. Wieder nach oben. Und ganz oben läuft wieder Ronaldo. So wollte ich den Pass nicht. Den kriegt nämlich Weidenfeller ohne Probleme, der Torhüter von Dortmund. Nicht einfach. Ich mag Dortmund, ja. Aber heute wird Dortmund besiegt, sage ich euch. Ich brauche den Sieg einfach. Ich habe jetzt 5 Punkte. Ich brauche 14 Punkte mindestens. Habe noch 5 Spiele übrig.
geht halt jetzt echt gegen Abstieg, wenn ich nicht gewinne. Dann, also dann wird es richtig eng, sage ich euch. Oh, das war nicht gut. Schön. Nehme ich an. Habe ich nicht so gesehen. Also ich glaube nicht, dass er wirklich gefault hat. Groß. Ah komm, mir egal. Passt, was ist mir egal. Ich finde es sogar gut. Ah, schöner Pass. Nach oben. Weitergeleitet. Na, komm schon. Kann ja alles nicht mehr wahr sein hier. Ganz oben läuft einer. Ganz oben. Ich sehe ihn. Der lenkt ihn weiter zum Ober... Pepe, was ist los mit dir? Du lenkst ihn zum vom Gegenspieler. Nein. Alter. Schau dir das an. Und da fange ich mit einer absoluten Dominierung des Spiels an und dann kommt sowas bei raus. Oh, schade. Ich brauche den Sieg, auch ein Unentschieden reicht nicht. Und momentan bin ich hinten. Das kann ja wahr sein. Ne? Oh, verdammte Scheiße. Ja, geil, Casillas, geil. Ich mach's nicht gut. Ich mach's echt nicht gut. Kann ja nicht wahr sein. Diese ganzen Stellungsfehler, die ich da durchziehe. Gut, Casillas, gut. Vorne steht einer. Ganz nach vorne mit dem Ball. Ab geht's. Benzema, du könntest schon 3 Kilometer weiter stehen. Oh, das ist gut. 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 Komm, den Ball will ich wieder. Oh, immerhin Ball behalten. Ich würde sagen, ist auch geil, wenn man sich Ball behalten am Arsch. Ganz oben wieder Ronaldo. No, also wirklich zum dritten Mal oder so steht mittlerweile ein... Steht mittlerweile ein Spieler mit drin. Das kann doch nicht wahr sein. Schöner Trick von Kroos. Umgepasst. Das war auch gut. Nochmal der Pass. Nee, der kommt nicht an. Das missfällt mir insgesamt sehr... So sehr. Okay. Abpfiff während er den Ball hat, finde ich gut. Ich bin unterlegen. Ich glaub's nicht, ey. Hier passt einiges nicht so. Das kann alles nicht mehr wahr sein. Ich fange echt gut an und dann kommt sowas bei raus. Und ich habe nicht diese Konstanz. Vor allen Dingen in der Abwehr spiele ich nicht gut. Der ist drin. Na, ist er nicht. Glück gehabt. Aber er spielt gut. Nein, ich spiele scheiße. Wie er spielt, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht abschätzen, weil ich so kacke spiele. Das ist jetzt, also wirklich. Also jetzt wird's... Ja gut, klar. Aber jetzt wird's auch stürmend mit den Rücken, um ehrlich zu sein. Ja klar, ich schieb's drauf, ich weiß, aber... Puh. Nicht gut. Gut, ja. Nicht mal akzeptabel. Gar nichts. Abseits. Habe ich aber, glaube ich, schon vorher gesehen. Ich habe mir zumindest gedacht, dass es Abseits ist. Naja. Ich muss alles etwas direkter und schneller und alles... Ah, es ärgert mich. Und es ist schon ein gewisses Problem insgesamt. Ich sag's ganz ehrlich, es ist ein Problem. Die Ruckler sind ein Problem. Ich habe keine Konstanz drin und dann ist es wirklich störend für mich. Es regt einfach auf. Ah, war schön gedacht, schlecht gemacht. Ach komm, Benzema, komm. Kann doch nicht wahr sein. Der Ball läuft neben dir vorbei. Und ich juck's nicht mal.
Okay, komm. Komm, komm. Jungs. Alter. Willst du mich fertig machen oder was? Also echt jetzt. Alter, was ist das? Ich gehe hier sangklanglos unter von der Spielweise her. Und die, wirklich, es nervt mittlerweile, das so. Ah. Richter und Hals, sag ich dir. Ich bin nicht in also ich komme nicht rein. Ich weiß es nicht, was los ist momentan. Ich würde das erste Mal absteigen, das wäre ja... nee. Glaub's nicht. Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Bald muss ich anfangen, hier Siege zu kaufen, habe ich so das Gefühl. Und 1000 extra Spiele, damit ich nicht absteige, ne? Das war endlich mal gut, aber es nervt, dieses Ruckeln, es nervt. Komm, das ist ein Elfmeter, glasklar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 10 Stellungsfehler. Gut, Casillas, rausgekommen, alles klar. Benzema läuft mal wieder irgendwo hin. Okay, das Ruckeln nervt. Also da frage ich mich ja fast schon, ob ich es hochladen kann überhaupt. Ich kann da nichts dafür. Also ich kann wirklich nichts dafür. Das war Glück. Dermaßen Glück. Nimm den Ball, Benzema. Nimm ihn. Dankeschön. Ich habe hier nicht die Zeit dazu, irgendwo irgendwelche Feierlaune durchzubringen. Ah, ich bin unterlegen. Also sieht man ganz klar. Egal warum und sonst irgendwas, aber unterlegen bin ich. Warte mal. Ich glaube, Kroos werde ich mal auswechseln. Und Isco rein. Ja, der Rest passt soweit. Ein frischer Spieler ist nicht schlecht. Schön gestoppt. Das war gut. Gut, Ronaldo. Gut. Sehr gut. Isco, erste Aktion, Ball gewinnen. Und wieder ich mache einen Ballverlust. Modric. Schön, 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 schön. Oh, oh. Oh, habe ich gerade so noch gekriegt. Das war gut. Das war richtig gut. Ah, ich habe Ronaldo gesehen, aber da ist natürlich noch ein Verteidiger dazwischen. Ist ärgerlich. Ist wahnsinnig ärgerlich. Es ist wahnsinnig ärgerlich und da läuft er über unten entlang. Gut, Modric. Richtig saubere Aktion. Und da verliere ich wieder den Ball. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut! Alter Schwede. Jetzt bin ich wenigstens... Alter, Bale. Bale, du Vollpfosten, ey. Das ist ja nämlich ein richtiges Bundesligaspiel hier. Totaler Bullshit. Oh, eine Minute Nachspielzeit. Willst du mich auf den Kicker nehmen oder was? Die geben normalerweise 5. Das ist Standard und er gibt eine. Das sind doch nicht mal alle. Eine Minute Nachspielzeit. Warum eine? Das schaffe ich nie. Wie soll ich das in einer Minute schaffen? Was habe ich getan? Achso, Einwurf. Ich dachte schon. Das schaffe ich nicht. Wie soll ich auch? Ja, fertig. War klar. So eine Scheiße. Kacke. Ich habe nur noch 4 Spiele. Ich brauche 9 Punkte noch. Shit.
wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe gut.